Die Wikinger haben sich bei froher See an der Sonne orientiert. Aber was tun, wenn der Himmel bewölkt ist? Dann hilft der Sonnenstein. Dies ist ein Doppelspat oder auch Kalzit oder auch Islatspat. Auf jeden Fall ist es ein ja, fast durchsichtiger Kristall und ich habe dieses relativ große Stück irgendwann zufällig mal im Internet entdeckt und habe mir den gleich gesichert. Das ist nämlich ein doch recht schönes Stück und der hat eine besondere Eigenschaft. Und das ist halt genau das, was den so interessant macht. Hier habe ich ein Blatt Papier und auf dem Blatt Papier steht mein Name. Und jetzt lege ich diesen Stein hier oben drauf und schon sieht man meinen Namen doppelt. Und das ist auch genau das Besondere, der ist nämlich doppelbrechend. Jetzt sagt vielleicht jemand, naja, ey, bei einer Scheibe aus Glas, wenn ich da reingucke, sehe ich mich auch doppelt, weil ich halt sozusagen vorne und hinten reflektiert werde. Aber hier geht es ja um etwas, was unten drunter liegt und dass diese beiden Bilder sozusagen auch besonders sind, zeige ich hiermit, dass hier ist eine Polarisationsfolie und wenn ich die drauflege, jetzt sehe ich nur das eine, Thorsten Butsch, und jetzt sehe ich nur das zweite. Ja, wenn ich das hier so umdrehe, zack, 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 zack. Auf jeden Fall habe ich jetzt damit bewiesen, dass diese beiden Strahlen, die ich hier habe, ja, polarisiert sind. Und das ist auch das Besondere an dem. Die sind, wie gesagt, auf einmal auf der einen Seite polarisiert und sind zwei. Das Ganze, ich habe es leider nicht hinbekommen, aber deswegen kann ich es auch nicht zeigen. Man sagt, dass die Wikinger diesen Stein, und deswegen heißt der auch Sonnenstein, dazu benutzt haben, die Sonne zu finden. Und zwar die Wikinger, die waren auf hoher See und dann haben die sich an der Sonne orientiert. Und das geht halt so lange gut, wie man die Sonne sieht. Ne? Und wenn die Sonne irgendwie durch Wolken verdeckt ist und man sie nicht sieht, kann man angeblich mit diesem Stein die Sonne wiederfinden. Und zwar soll das dadurch funktionieren, dass man einen schwarzen Punkt auf diesen Stein anbringt und den sich dann sozusagen anguckt. So ähnlich wie ich das hier mit dem Thorsten Butsch gemacht habe. Den schwarzen Punkt sieht man dann logischerweise zweimal, so wie hier auch das Thorsten Butsch. Und wenn beide sozusagen, weil man den Punkt ja doppelt sieht, beide gleich hell sind, dann hat man sozusagen, dann deutet der Stein in Richtung Sonne. Zumindest wird es so beschrieben. Nachweisen, also ich habe es versucht, bei mir funktioniert es nicht. Warum auch immer. So, das soweit zu diesem besonderen Stein. Ja, was hier so der Länge nach, hier ist es nochmal besonders schön. Und jetzt bin ich hier wieder einmal so, einmal so. Also schon sehr interessanter Kristall. Jo, das war der Sonnenstein oder Doppelspat oder Islandspat oder wie auch immer. Auf jeden Fall interessanter Kristall. Der Kalkspat ist ein doppelbrechender Kristall. Das heißt, ein Laserstrahl, der senkrecht darauf fällt, wird in zwei Strahlen aufgeteilt. Der erste Strahl ist der ordentliche Strahl, der im Prinzip gerade durchgeht. Der außerordentliche Strahl, der zweite Strahl, wird etwas gebrochen. Daher wird aus einem Laserstrahl dann letztendlich zwei Strahlen.
Die beiden Strahlen haben zudem noch die Eigenschaft, dass sie polarisiert sind.